So, hallo, ich bin der Alpverführer. Das ist ein Kosename, der ist über meine private Wandergruppe entstanden, die wo ich ehrenamtlich geleitet habe. Und ja, meine Leidenschaft zur Heimat will ich einfach mit dem Namen wiedergeben und habe mir den Namen schützen lassen, beim Mark- und Patentamt. Und dann kam die Idee, ein Alpverführer, was macht der, was kann der? Und ich bin ein Biertrinker, habe immer gern regionale Biere getrunken und dann kam die Idee, ein Bier mit meinem Namen. Das Bier für unsere Heimat, die Schwäbische Alb. Und ich denke, das ist mir auch recht gut gelungen mit dem Produkt. Da wird die Biosphärefarbe widerspiegelt und da ist auch die Silberdistel drauf, was als Wahrzeichen der, oder als eines der Wahrzeichen der Schwäbischen Alb gilt. Und ich kann jedem nur sagen, Leute, bleibe daheim im Ländle, genießt das Regionale und freut euch des Lebens. Liebe Grüße, liebe bierige Grüße, euer Alpverführer der Bernd.